Willkommen zurück zu Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Ich bin eigentlich schon ziemlich gespannt, wie es in dem Part weitergeht. Denn im letzten Part haben wir die letzte der Amiibo-exklusiven Welten durchgezockt. Ja, und ja, jetzt gibt es nur einen Level und ich weiß ja eigentlich schon, dass es noch eine Bonuswelt gibt. Aber ich bin schon ziemlich gespannt, wie die aussieht. Denn wir haben jetzt von allen 10 kompatiblen Amiibos, die wir hier haben, alle exklusiven Welten durchgespielt. Tja, ein Level ist noch auf der Oberwelt und wie bereits gesagt, es gibt noch eine Bonuswelt. Wir starten mit Silber Mario. Es wäre schon irgendwie cool gewesen, hätte es goldene und silberne Mini Marios gegeben. Okay, tja, Level 12 ist ja ganz hinten in der nächtlichen Gegend. Ich finde immer noch, da hinten sind Pyramiden. Ist die letzte Welt vielleicht eine Art Wüste? Man weiß es ja nie. Naja. Okay, und ich will euch nicht anlügen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe diese Aufnahme gerade eben schon einmal gestartet, habe nicht gewusst, wie wir an die, habe nicht gewusst, wie ich an die Dings komme, an die Mario-exklusive Karte, darum, ja, musste ich eben kurz nachschauen, meine HD-Box ist kurz, gab es einen kleinen Fehler und ja, da gab es jetzt eigentlich ein paar sehr doofe Fehler, kann man sagen. Okay, aber ich weiß, wie das geht, Moment, ah, das war falsch, okay, naja. Okay, tja, holen wir uns erstmal die Münze hier oben und dann in die Röhre da rein. So, genau. Tja, und genau so hoch, so komme ich an die eine Karte an. Ich habe gerade eben wirklich schon mal eine Aufnahme gestartet und habe versucht, an diese eine Mario-exklusive Karte da oben hinzukommen. Aber wie ich es auch gedreht habe, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, da oben mit den Wandsprüngen hinzukommen, tja. Und jetzt weiß ich, wie das geht. Ist eigentlich ganz einfach. Ihr merkt es einfach so. Okay, wir haben hier nochmal einen schönen nächtlichen Level. Das war eigentlich die Nachtlevel in New Super Mario Bros. 2, waren eigentlich die einzig halbwegs guten, innovativen. Okay, gut. Und wie wir weiterkommen, das ist einfach. Okay. Ja, muss sagen, ich weiß jetzt schon, wie der ganze Level richtig funktioniert. Halt. Moment, ich wollte da noch nicht hin. Ich wollte noch die eine Münze da unten holen. Naja, dann holen wir uns die eben jetzt. Okay, gut. Was wollte ich sagen? Naja, wir haben jetzt alle exklusiven Welten der Amiibos durchgespielt. Ja. Und jetzt... Na, Mario, du musst von der richtigen Richtung reingehen. Tja, ich habe jetzt einfach nicht rausgefunden, gerade eben, wie ich da oben überhaupt hinkommen soll. Tja, aber ist eigentlich ganz einfach. Ihr merkt, hier gibt es jetzt kein exklusives Ziel mehr für irgendeinen Mini-Mario. Tja... Und ja, ich vermute, danach wird es zur Bonuswelt weitergehen. Ich habe irgendwas gehört von wegen, dass die Bonuswelt nur freigeschaltet wird, wenn man alle exklusiven, also ich sage immer exklusive Welten, weil man die halt immer nur mit einem der jeweiligen Amiibos freischalten kann. Wie, kein Goldpokal? Naja, kann mir egal sein. Okay, aber mit Yoshi müssen wir noch einmal rein. Da unten ist er eh, mit Mini-Yoshi gibt es da noch eine zu holen. Da muss Yoshi sich durch die Piranha-Pflanzen durchfressen. Sternenwelt jetzt verfügbar. Oh, jetzt mehr denken können. Genau wie in den New Super Mario Bros. Ist die letzte Welt eine Sternenwelt. Okay, aber eins am anderen. Mini Yoshi, Sie sind dran. Eine Sternenwelt. So wie New Super Mario Bros. U sieht dieser Stern aus. Ich bin sicher, die Welt wird auch jetzt so aussehen, oder? Naja, hätte ich mir ja denken können. Die Nachtlevel hier aus New Super Mario Bros. 2, dann die Bonuswelt auch aus, nicht New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. 2 sah ja die Bonuswelt ein bisschen komisch aus. Ja, aber alle Mini-exklusive Welten waren richtig genial. Wirklich, die waren allesamt richtig gut. Ja. Okay, Moment, so. Ja. Ups. Genau so. Ja, mit Yoshi dürfte das Ganze jetzt wohl mit Mini Mario. Ja, ich entschuldige mich, dass die Aufnahme jetzt hier, sagen wir mal, ein bisschen doof anfängt, aber ich musste halt den Part jetzt eigentlich neu starten. Hatte auch ein paar Probleme mit meiner HD-Box, weil die dann irgendwie, weil ich die Wii U ganz panisch ausgeschalten habe, damit niemand merkt, dass ich schon mal in dem Level drin war, ist dann meine HD-Box samt Festplatte irgendwie abgegurkt und dann musste ich das Ganze neu hochfahren. Naja, aber es ist eine doofe Angelegenheit mit dem Level. Okay, wir haben 260 Amiibo-Karten. Na gut, eigentlich nicht so viele, aber ihr wisst ja, die goldenen bringen halt so viel in den jeweils exklusiven Welten. Aber ich muss sagen, alle exklusiven Welten waren auch richtig schön an die jeweiligen Spiele. Super Mario Galaxy, Luigi's Mansion, New Super Mario Bros. U, Super Princess Peach, Yoshi's Island, Donkey Kong Country Returns. Alle Welten waren richtig gut und ich fand auch den Übergang ziemlich genial. Ihr merkt hier, bis vorher so am Tag und dann ab Luigi's Mansion kommt man in die Nacht. Tja, und auch die Nachtlevel waren jetzt gerade richtig genial. Okay, und jetzt bin ich schon richtig gespannt, wie die Sternenwelt aussieht. Okay, wir werden hier sogar... Ja, die Ladezeiten in dem Spiel sind schon ein bisschen lang. Okay, sieht ein bisschen aus, muss ich sagen, nach... Okay,
Es gibt mal wieder diese Karten. Da müssen wir jetzt mit dem guten Totili. Wo ist denn nur Totili? Horaridi. Okay, wie wurde diese Welt jetzt freigeschaltet? Kann man die auch spielen, wenn man nicht alle exklusiven Welten, also von den jeweiligen Amiibos, durch hat? Oh, das ist jetzt aber... Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass das Bild, dass der Bildausschnitt so klein ist. Da muss ich jetzt ausnahmsweise aufs Gamepad draufschauen, weil ich kaum etwas am großen Bildschirm oben sehen kann. Okay, dann müssen wir das eben anpacken. Okay, oder Moment, so. Genau. Gut, 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 gut. Ja, aber die Sternhintergründe gefallen mir ja. Aber ich fand die Hintergründe in der Rosalina-exklusiven Welt ein kleines bisschen besser, muss man sagen. Das war schon ein bisschen besser, kann man sagen. Kann man das so ausdrücken? Naja, okay. Und ups. Ja, die eine da Bowser Junior-exklusive Karte. Wollen wir nicht bitte gehen in die andere Richtung? Ja, oder wollte ich das? Naja, oh, okay. So müssen wir lang. Wo ist denn nur Stottili? Horariri. Wo ist denn nur Stottili? Moment mal. Ich denke mir ja, Todd geht in die falsche Richtung. Moment mal. Ja, so. So kann man ihn in die richtige Richtung leiten. Die Sternwelt hier ist jetzt aber wirklich doof geschnitten, kann man sagen. Ihr merkt ja, wie das hier jetzt alles so ein kleiner Bildschirmausschnitt ist. Das ist schon ärgerlich, kann man sagen. Naja, aber die Sternwelt ist echt, ja, die Hintergründe vor allem. Ja, Sternwelten, ja, New Super Mario Bros. Wie hat diese extra Welten eingeführt? Ja. So, genau. New Super Mario Bros. Wii hatte am Ende ja eine Spezialwelt und dann ging es irgendwie richtig rund. New Super Mario Bros. 2 gab es so eine Welt, New Super Mario Bros. U, sogar in Sonic Lost World wurde dieses System übernommen und das ist jetzt äußerst doof. Und man ist die eine Karte da in dem einen Level war schon richtig doof. Es ist jetzt echt doof, dass ich die Aufnahme so starten muss. Naja. Und jetzt? Wo war er? Dort gibt Stoff. Gib Stoff, Minitot. Wo ist denn nur der Stottili? Aber scheinbar muss ich alle diese Level jetzt zweimal durchspielen, weil halt immer zwei Amiibo-Karten sind. Und ich hatte gehofft, ich könnte euch dann endlich mal den Mini-Speck zeigen. Mini-Speck. Ihr wisst schon, wen ich meine. Den, den man, sagen wir mal, für alle anderen Nicht-Mario-Charaktere Amiibos bekommt. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Bin ich im Let's Play bislang noch nicht dazu gekommen, aber... Jetzt in der Sternwelt möchte ich ihn euch irgendwann zeigen, aber wenn jetzt jeder Level zwei exklusive Karten haben wird für jeweilige Amiibos, wollen wir mal schauen. Ja, und aber das hier ähnelt jetzt irgendwie, ja, wie man sagt, in Sonic Lost World war, 20? Von wem? Ich hab doch 20. Denke ich mir ja. Okay, das ist interessant. So ist das also. Darum kann man diese Welt also nur betreten, wenn man die vorigen Welten alle durchgespielt hat. Okay. Aber Mini Bowser Jr., also ich bin sicher, die ersten paar Level könnt ihr auch erreichen, hätte ich jetzt aber mal nicht alle exklusiven Welten durchgezockt, aber... Ja, ja. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ihr wisst schon, was ich meine. So. So. Oh, der Shy Guy. Der macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Oder auch nicht. Okay, aber jetzt macht er mir einen Strich durch die Rechnung, denn jetzt kommt er mir genau entgegen. Hilfe! Wie die Clownkarre wegfliegt. Haben wir das schon mal gesehen? Naja gut, dann muss ich wohl leider Gottes den Scheiger erstmal plattwalzen. So schlimm dürfte das jetzt nicht werden. Hey! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! So, jetzt aber. Walz ihn nieder. So. Genau so, jetzt schwebst du rüber, Bowser Jr. Tja, in Sonic Lost World gab es dann, wie man sagt, auch so eine Spezialwelt, aber diese Spezialwelt, das finde ich jetzt hier echt so doof, dass das alles so abgeschnitten ist. Seht ihr das? Das sieht komisch aus. Seht ihr mal, wie das alles hier echt abgeschnitten aussieht. So, genau. Naja, und die Form von dem Stern hier, klar, New Super Mario Bros. U, das basiert ganz klar auf New Super Mario Bros. U, also auf die Spezialwelt von New Super Mario Bros. U, diese Welt hier, aber ja, wie soll man das sagen? In Super Mario 3D World gab es ja verständlich auch ähnliche Spezialwelten, die so im Weltraum gespielt haben. Ja, und wie soll ich das jetzt ausdrücken?
das hier, diese Sternenwelt hier, ich weiß nicht warum, es erinnert mich gerade an den Sternenpfad aus Mario und Luigi Partners in Time. Ja, ich finde es immer noch cool, hätte man ja, weil ich jetzt halt den silbernen Mario draufhalte. Warum hat man nicht Gold-Mini-Mario oder Silber-Mini-Mario für diese seltenen Amiibos eingebaut? Ich meine, die hat ja so gut wie niemand. Und ich hab's ja und kann euch nie mal außer anhand des Namens demonstrieren, dass ich diese tollen Dinge habe. Okay, die Böden sehen hier sehr schön aus, muss man sagen. Ja, wirklich, die Böden. Okay, jetzt werden nochmal alle möglichen Elemente zusammengemischt. Ist euch das aufgefallen? Okay, nichts passiert. Okay, wo ist die gelbe Röhre, damit ich da hinkomme? Wo ist die? Die ist unten? Die ist unten. Dann muss ich ja... Obwohl, nein, verstehe, ich muss von dort drüben. Nein, das startet man neu. Okay, tja, ihr merkt, ich muss überlegen und vorher habe ich überlegt und überlegt in der vorigen Fehlaufnahme. Ich ärgere mich jetzt echt grün und blau, dass die eine Aufnahme hier jetzt so schief geht. Ich habe doch gezogen, habt ihr das jetzt gesehen? Das stört, das rotzt mich an. Warum passiert das manchmal? Okay. Hoch. Und da lang. Und nochmal hoch. So. So wird da was draus. Ui, das war knapp. Hey, da wollte ich nicht hin. Was ist denn jetzt los? Ja, Silber oder... Ich meine, es gibt ja Gold-Mini-Mario. Warum hat man den hier echt nicht eingebaut, wenn es eine Gold-Mario-Amiibo gäbe? Das war echt... Ja, naja. Echt alles so zusammengequetscht. Manche Let's Player machen das ja auch so. Obwohl das Spiel jetzt playt keiner, viele machen nur Tests davon. Also Let's Test zum Beispiel. Naja. So. Naja, und viele machen es dann halt so, dass sie reinzoomen. Oder irgendwas wegschneiden. Oh, ich glaube, ich weiß, wie das gegangen wäre. So. Oder vielleicht muss ich genau so unten rein, muss ich. Genau so muss ich ran, um an die eine Karte zu kommen. So, Moment, jetzt schieße ich mich da dooferweise wieder. Oh Mann, die Sternwelt beginnt ja sehr toll. Naja, und in Mario & Luigi Partners in Time, da gab es also, falls ihr euch erinnert, der Sternenpfad, dieses eine Sternentor da, was Luigi irgendwie nicht durchlassen wollte. Wer das Spiel kennt, wird wissen, wovon ich rede. Ja, das war witzig. Naja. So, und hoch. Und durch. Und wieder hoch. Jetzt mach schon, Mini Mario. So, los. Du sollst das da oben wegmachen. Moment, hä? Sekund mal. Oh! Ganz ruhig bleiben. In dieser Welt. Aber die ist von der Grafik her, alle Welten sind in dem Spiel so grafisch toll, muss man sagen. Ja, ist echt ein... Es macht meiner Meinung nach der Mario vs. Donkey Kong Reihe mehr Ehre als letztendlich Tipping Stars. Denn Tipping Stars haben viele kritisiert, weil es zu uninnovativ war. Das könnt ihr jetzt aber mal nicht kritisieren, das müsst ihr schon zugeben, oder? Dass ihr das hier jetzt nicht kritisieren könnt, weil es zu uninnovativ ist. Moment, wie habe ich denn das vorher gemacht? Wie habe ich das vorher gemacht, wenn ich fragen darf? Ja, wirklich, wie habe ich das? Da habe ich doch vorher gerade irgendwie geschafft, da durchzugehen. Ja, wirklich, wie ging das? Oh Gott, die Sternenwelt macht ernste Probleme. Ich habe noch vorher gesagt, dass ich für die ein bisschen länger brauchen werde, falls ihr noch erinnern könnt an das eine Infovideo da. Ich hab's vorher gesagt. Okay. Gut. Halt! Oh
nein, was mache ich denn jetzt schon wieder? Halt hoch! Hoch mit dir! Okay, die letzte Welt ist ja jetzt doch ordentlich schwer, muss man sagen. Aber jetzt mal... Ich glaube so, oder? Ja, genau, der Pilz habe ich vorher benutzt, um da hinzukommen. Und ups! Genau so, und jetzt stürmt er durch ins Ziel. Hervorragend. Und jetzt hat das Ganze die Gebrüder Mario. Heißen die jetzt eigentlich wirklich Mario mit Nachnamen? Das ist ja auch so ein ewiger Mythos. Da habe ich ja... Das wollte ich fast sogar schon in meinen Top 10 Mario-Mythen und Legenden reinnehmen. Falls ihr euch an das Video noch erinnern könnt. Naja. Okidoki, ja, das Let's Play neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, muss man sagen. Hat mir durchaus Spaß gemacht. Stern 2. Witzig, okay. Aber ich würde euch gerne noch den Mini-Speck zeigen. Naja, und den Partners in Time gab es halt die Sternwelt. Obwohl, man muss sagen, ja, sieht die Mischung aus wie ein New Super Mario Bros. U, Spezialwelt und mein Luigi Partners in Time. Oder zusammen durch die Zeit, bevor mir jetzt wieder jemand korrigieren will. Mir gefällt halt der englische Titel besser. Partners in Time, das klingt besser. Muss man sagen. Moment mal. Wie soll die bitte Luigi exklusiv sein? Ich glaube so, oder? Der muss ja genau einfach... Okay. Das müsst ihr jetzt mir mal verklickern. Warum ist die Karte Luigi exklusiv? Starten wir gleich mal neu. Wieso ist die Karte Luigi exklusiv? Ne, wirklich. Warum? Das ist eine gute Frage. Jetzt will ich eine gute Antwort. Oh! Oder einfach so. Ja, aber ich verstehe, ich muss das hier erst frei machen. Luigi. It's a me, Luigi. So. Gut, gut, gut. Okay. Mein Gott, weil der Part jetzt halt durch die Fehlaufnahme so schlecht angefangen hat. Oh, und jetzt fällt mir auch noch mein Stift runter. Oh nein, nur weil mir mein Stift runtergeflogen ist. Passiert gleich sowas. Ich hätte mir den ersten Part in der Sternwelt echt besser vorgestellt. So, naja. Sternwelt. Was gibt dazu auch noch groß zu sagen? Ja. Und hüps. Und dann wieder rauf zu der grünen Röhre, zur roten. Dann läuft Luigi nämlich genau durch, genau. Beeil dich, Klempner. Die Gebrüder Mario. Ja, das ist auch so ein Mysterium. Ich meine, es wurde ja nie ein offizieller Nachname zu den beiden bekannt. Nicht schon wieder. Wie soll ich denn das jetzt schaffen, wenn ich fragen darf? Hallo? Oh, das ist jetzt aber schwer. Ah, ich glaube, ich weiß wieso. Oh, Moment, nein. Doch so. Genau. So wird was draus. So wird was draus. Oh! Mm. Luigi, Luigi, Luigi. Ja, apropos, es geht ja das Gerücht um, dass Luigi's Mansion 3 für die NX in Planung ist. Ja, ich würde mich schon über ein drittes Luigi's Mansion freuen, aber ich finde, das hätte man... besser auf Wii U machen sollen, denn ja, ihr wisst schon, da hätte man das mit dem Gamepad genauso, na gut, am 3DS hat man ja meiner Meinung nach auch die Fähigkeiten des Touchpad zu wenig ausgenutzt bei Luigi's Mansion 2. Und ich finde, da hätte man auf der Wii U was richtig Tolles zaubern können, was den dritten Teil angeht. Naja, ich würde mich trotzdem freuen, was wird denn jetzt die NX eigentlich? Das ist auch so ein ewiges Mysterium, genauso was Mario und Luigi's Nachnamen angeht. Naja, wollen wir mal schauen. Ein Level packt man noch rein. Auch die Dinger im Hintergrund, die Bäume. Ich meine nicht die Bäume, die Pilze, die Pilzhügel, die da hinten rausstehen. Richtig gut gemacht, die Sternwelt hier. Wie viele Level hatten die? Das habe ich schon wieder vergessen abzuzählen. Oh ja. Gut, irgendwas wollte ich die ganze Zeit sagen. Okay, jetzt, oh, ein eher dunkler Level. Und jetzt spielen wir mal mit Rosalina. Warum ist das hier so abgeschnitten überall? Ich meine, überall dutzende Ränder. Das sind ja noch schlimmer als die schwarzen Ränder bei den alten Let's Plays früher. Okay, da ist Rosalina. Ich habe die gerade eben erst finden müssen. Weil, ja. Moment. Der Level sieht aber schwer aus, muss man sagen.
Da haben wir eh schon die Rosalina exklusive Karte. Und wie soll ich zu der jetzt am besten hin? So. Ich verstehe. Oder Moment. Vielleicht so rauf? Irgendwie muss ich da zu dieser einen Plattform hinauf, aber wie? In dieses Fass da muss ich hinein. In dieses Fass da muss ich hinein, aber wie? Von oben wahrscheinlich, oder? Oder? Huch. Schwer. Oben brauche ich Yoshi. Vielleicht ist das Fass ja die Lösung. So. Huiuiuiuiui. Huiuiuiuiui. Aber, oh Gott. Die Level werden schwerer. Okay, jetzt tun sie wieder auf Tipping Stars. Was ist hier eigentlich? Ich muss zu der einen Stelle, aber wie? Schon wieder so ein doofes Rätsel. Das Fass da brauche ich, aber wie komme ich da hin? Von da oben rein, theoretisch. Okay, dann müssen wir da eben nochmal hin. Oh! Oh, Mann! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Wo ist die andere Kerze? Da. Okay, obwohl, da ist ja auch noch eine. Da meine ich. Gut, es ist gut, dass die da oben gerade eingesperrt sind. Moment. Oh Mann, wie mühsam, muss man sagen. Ey, jetzt komm schon, Rosalina, beweg dich mal. Also ein bisschen schneller, wenn es geht. Okay, Moment, wie kam ich zu dem Fass? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Muss auch sagen, ich habe gerade ein Handy im Hintergrund übertönen wollen. Ich kriege in dem Part aber auch gar nichts hin. Fällt euch das auf? Ich kriege in dem Part echt nie was hin. Wie habe ich das denn echt gerade zu dem Fass da geschafft? Ich glaube, mit dem Fass genau, oder? Rosalina. Mann, ich habe ja im letzten Part eh das Rosalina-Phänomen erzählt, dass die echt überall auftaucht. Naja, vielleicht ist sie ja einfach so beliebt. Kann man ja nicht wissen. Moment, aber rein theoretisch geht das ja auch nicht. Denn ja. Was ist denn da jetzt echt los? Oh, oder soll ich doch im nächsten Part weitermachen? Na, ich mache im nächsten Part weiter. Das wird mir jetzt echt zu viel. Also bis zum nächsten Mal.